In my research, it's incredibly important to me to ask and then answer questions that have real-world impact. This is one of the reasons that working in healthcare is such an amazing opportunity, because we have really the chance to shape the future every day. Ariel Dora Stern will das Gesundheitssystem in Deutschland mit Hilfe digitaler Transformation verbessern. Ihre Forschung an der Schnittstelle von Wirtschaftswissenschaften, Medizin und Gesundheitspolitik betrifft uns alle, denn der medizinisch-technische Fortschritt bringt hohen Nutzen für PatientInnen, aber auch große Herausforderungen für die Gesundheitsökonomie und Politik. Wie können neue Technologien und künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen eingesetzt werden? Dazu tauscht sich die Wissenschaftlerin regelmäßig mit ÄrztInnen und EntscheidungsträgerInnen aus. We have really an explosion of quite promising technologies in healthcare that allow us to monitor patients in their homes using really digital measures that would have been incredibly tedious to collect even just a few years ago. We can now collect very patient-centric data in real time. Innovation im Gesundheitswesen durch Vernetzung ermöglichen und digitale Lösungen in die Praxis überführen. Das hat sich Ariel Dora Stern vorgenommen. Beispiele sind digitale Gesundheitsanwendungen und das E-Rezept, an deren Einführung in Deutschland sie beteiligt war. Als Humboldt-Professorin in Potsdam wird sie die deutsche Politik weiter zu regulatorischen und ökonomischen Fragen im Gesundheitswesen beraten. And when I think about what motivates me, I think, wow, you know, doing the research that we do is actually moving the ball forward in healthcare and actually helping us to get to a place where we're making better and more evidence-based decisions about the set of products and technologies and services that we make available to patients. And that's incredibly exciting.